Hallo, ich meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator 22. Noch? Ich bin wie immer die Maritzel und wir befinden uns hier auf der Map Niemandsland. Und ihr seht hinter mir, es hat sich hier ein kleiner Stau gebildet. Ich habe die zum Parken geschickt, aber da vorne habe ich noch den Traktor mit den Zuckerrüben stehen. Und da müssen wir jetzt erstmal schauen, dass wir den hier wegnehmen, damit die zu ihrem Parkplatz kommen, denn die müssen ja hier langfahren, ne? Also, gucken wir mal. Kippen die Zuckerrüben jetzt erstmal ab hier. Ich muss die Anzeigen anmachen, sehe ich gerade. So. Prima. Jetzt haben die hier aber erstmal genug zu tun mit Zuckerrüben. Es ist noch nicht mal alles reingegangen. Na, guck mal an. Dann bringe ich den Rest ins Silo. Und die anderen, die können jetzt zum Parkplatz fahren, aber das tun sie gerade nicht. Okay, wahrscheinlich muss ich sie noch mal ganz genau instruieren. Ich muss noch mal auf den Knopf drücken fürs Parken. Ich hatte ja zwischenzeitlich hier gespeichert und das Spiel ausgeschaltet. Und jetzt habe ich das heute erst wieder angestellt. Also muss ich da wohl noch mal den Knopf drücken hier. Jawohl, so ist das gut. Und du auch. Du darfst auch parken fahren. Ihr seid ja fertig mit eurer Arbeit. So. In dem Fall schalte ich jetzt mal kurz durch, denn ich habe noch zwei Maschinen am Laufen auf dem Acker. Ja, schön, wie die sich da wegparken. Klasse, das ist immer schön, wenn man das so sieht und so zuschauen kann, wie das funktioniert. Ist schon fantastisch. Das werden wir wohl die nächste Zeit erstmal ziemlich vermissen, vermute ich mal. Denn dies ist heute das letzte Video im LS22 auf dieser Karte. Ja, leider ist das jetzt so, aber ich sehe es mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge. Ich habe hier auf dieser Karte sehr, sehr gerne gespielt. Wenn man sich das alles so zurechtgebaut hat, macht es dann ja auch richtig Spaß. Der Anfang war schwierig, aber man kämpft sich durch und dann hat man auch was erreicht. Wenn man dann zum Schluss dann sieht, was draus geworden ist aus dieser Karte, es ist schon fantastisch. Das werde ich so schnell nicht vergessen. Ja, so ist das. Der LS25, ich bin mal gespannt, was wir da alles erleben werden, was der für Überraschungen birgt. Das werden wir erleben. So, also hier auf diesem Feld, da war, ich glaube, der Mais. Ja, und ich habe noch eine Maschine am Laufen, wo wir die Rüben geerntet haben, die letzten. Hier ist das. Und da wird natürlich auch fleißig gewerkelt. So, alle anderen Felder, kann ich euch mal auf der Karte zeigen, sind fertig soweit. Die sind alle gepflügt. Wenn sie im Dunkelrot sind und praktisch für die nächste Saison vorbereitet. Auf den meisten, oder wahrscheinlich habe ich, ich weiß es gar nicht ganz genau, ich glaube, ich habe auf allen schon Kalk drauf. Also auf den zwei, wo jetzt gearbeitet wird, da natürlich noch nicht. Aber die anderen, wir können ja mal ganz kurz, ich steuere das hier mal an, ich werde mal besuchen. Ja, ist Kalk drauf. Gut, meine lieben Zuschauer, jetzt folgendes. Ich habe ja letztes Mal eine neue Produktion gebaut, aber nicht nur das, wir hatten vorher auch noch die Imkerei. Und da nehme ich mir jetzt mal diesen kleinen roten Traktor hier und hole mir den kleinen Autolord-Anhänger. Jetzt muss ich erst mal gucken, den hatte ich ja auch mit einem neuen Parkplatz versehen. Wo der jetzt steht, muss ich erst mal feststellen. Weiß ich gerade nicht, ich glaube hier hinten in der, ja genau, hier glaube ich, ja da steht er, den brauchen wir. Denn die Bienen waren fleißig und wir holen dort nochmal Honig ab jetzt. Das werden wir uns anschauen, dann muss ich noch schauen, dass ich die Metzgerei nochmal in Gang bringe. Wir haben ja dort schon mehrfach Fleisch hingebracht, aber das ist schon wieder alles verarbeitet. Hast du den Anhänger dran? Jawohl, prima. Dann schicke ich dich jetzt mal zur Imkerei. Das wirst du selbst schaffen. Ach hier, Käserei anliefern habe ich noch nicht.
Gut, erstmal einen Editor anmachen, sonst wird hier gar nichts. So, Käserei anliefern, muss noch in die Zielpunkte rein. So, und ich denke mal, die Imkerei ist auch hier drin. Jawohl. Imkerei Honig abholen. Dort fährst du hin, mein Guter. Und ab. So. In der Zeit werde ich jetzt eben schnell mal den LKW, den hier, schnappen. Und da wollen wir mal schauen, dass wir mal ein paar Schafe wegbringen. Bin gespannt, ob das funktioniert bei den Schafen jetzt hier am Stall. Nein. Das war eine ganz dumme Sicht hier. Ich muss da hinten rumfahren. Der hat noch einen gewissen Wendekreis. So, jetzt klappt's. Und da muss ich mal schauen, wo ich jetzt hier... Ach, hier ist der Trigger für die Tiere. Vermutlich hier. Ich mache mir mal das F1-Menü an. Dann werden wir mal schauen, ob das funktioniert. Jawohl, Tiermenü öffnen. Es funktioniert. Ich brauche gar nicht bis ganz ran. So, wie sieht das hier aus? Okay. Auswählen. 30 passen rein, na dann, in den Anhänger laden. Jawohl, bitteschön. So, mehr passen wahrscheinlich nicht rein. Ich kann ja mal gucken. Haben wir noch eins? Was? Das waren jetzt die... Ach, hier ist, nee, es sind noch welche da von der Sorte. Ich gehe nochmal auf Auswählen und da wird er mir wahrscheinlich sagen, ah ja, siehst du, eins passt noch. Nicht genügend Platz, alles klar, der Anhänger ist voll. So, dann schicken wir den jetzt zum Schlachter. Ich setze den auf die Linie. Sonst müsste der hier um das gesamte Gatter um, also ringsrum fahren. Ich stelle den mal vorne dahin. Da wollen wir gleich mal gucken, wo der Honigmensch jetzt gerade ist. So. Du fährst jetzt Fleischverarbeitung anliefern. Und ab. Und ich schalte mal eben durch. Ich hoffe, dass ich den erwische. Die Rüben können wir nachher immer noch an Ort und Stelle bringen. Ich möchte den gerne erwischen. Jawohl, da ist er. Dann können wir sehen, wie der ankommt. Ah, der ist im Vorgewende hier. Fein. Funktioniert. So, und die Imkerei? Ja, da hinten ist sie. Wir kommen langsam in Sichtweite. Der muss jetzt hier links abbiegen. Und ich hoffe, er kann sich ganz alleine durchschlagen bis zu seinem Zielpunkt. Das ist jetzt erst das zweite Mal. Das erste Mal war er ja schon dabei. Das ist jetzt das zweite Mal, dass er jetzt hier anfährt. Das ist schön hier. Die vielen Bäume und so, das ist richtig buschelig. Da fühlen sich auch die Bienen wohl. Da gibt es immer irgendwas, um Honig zu fabrizieren. So, sieht bisher ganz gut aus. Ich denke mal, das wird funktionieren. Man kann sich täuschen. Oh, so viel Honig haben wir. Guckt euch das mal an. Ja, das lohnt sich. Kommst du um die Ecke rum? Schön langsam, jawohl, das klappt doch. Okay, nicht zu weit vorfahren. Oh, das passt. Dann werde ich mal aufladen. So, festzurren. Und das bringst du jetzt zum Hofladen von der Oma Tana. So. Hofladen, da ist er. Und ab. Das sollte auch funktionieren, ohne mein Zutun. Wir schauen noch zu, wie der hier jetzt rausfährt. Und die Imkerei hinter sich lässt. Ja, es ist auch ein schön gelungenes, kleines Gebiet hier. Freue ich mich immer, wenn ich das sehe. Ja, der Rest funktioniert, das ist mir sicher.
Da kann nichts mehr schief gehen, da ist nichts mehr, was ihn jetzt aufhält. Jetzt werden wir mal gucken, wo der LKW abgeblieben ist. Ob der schon vor Ort ist. Ja, ist er. Okay. Dann müssen wir wieder das Tiermenü öffnen. Auswählen. Und in die Produktion. Jawohl, bitteschön. Okay. Die Tiere sind in der Produktion. Da schauen wir mal kurz rein. So, Fleischerei oder Fleischverarbeitung nennt sich das ja. Genau hier. Wo haben wir jetzt Holsteiner, Limousine, Angus, Landrasse, Lamm, nein. Steinschaft, das haben wir. Aber kein Lamm. Ja doch, Lamm. Es ist wahrscheinlich beides, was hier. So, ich muss mal gucken jetzt hier. Wo ist das hier aufgetaucht? Steinschaft. Ah ja, okay. Wo ist das hier? Ist das das hier? Aktivieren. Scheinbar. Ja, es sind blau. Das ist also richtig gewesen. Jetzt wird das also verarbeitet. Oh, hier ist schon etwas Schweinefutter wieder da. Gucken wir mal. So, das geht auch in den Direktverkauf und es funktioniert. Da ist schon das Erste. Okay. Zurück. Dann schicke ich den jetzt zu den Hühnern vielleicht mal. Ja, Hühner füttern. Den anderen Punkt habe ich ja dort nicht. Ja, komm. Fahr du mal dahin zu diesem Punkt von den Hühnern und dann müssen wir vor Ort dann gucken, wie ich das da regle. Hühner hatten wir bisher auch noch nicht. Verkaufte Produkte. Ja. Guck an. Unwahrscheinlich klasse. Ich habe so einen Kontostand hier. Also so einen Kontostand habe ich noch nicht mal auf der Marsch gehabt. Das Höchste, was ich mich da erinnern kann, war glaube ich um die 38 oder sowas. Ich weiß es nicht mehr genau. Das war aber noch im 19er. Im 22er weiß ich nicht mehr. Da hatte ich auch schon mal einen richtig guten Kontostand, aber da bin ich jetzt gerade überfragt, wie der war. Aber 41 Millionen habe ich noch nicht gehabt. Das steht auch fest. Das ist hier das erste Mal. Also das ist schon nach den ersten Anstrengungen hier fantastisch, wie das sich entwickelt hat. Da vorne fährt jemand parken, der ist fertig. Klasse. Und der ist auch bald fertig hier, denke ich mal. Der tut nicht mehr allzu viel. Der dürfte auch bald in die Vorgewende gehen hier. Wir bleiben mal am LKW. Ah, der hat ein ganz schönes Tempo. Der holt den da vorne ein, wenn er will. Aber der fährt parken. Der muss über den Trigger und bringt die Maschine weg. Das ist gut. So, ich werde das mal übernehmen hier. Ah, der andere, da ist er. Ach, der da vorne, das ist ja der, der den Honig weggebracht hat. Stimmt. So, mit dem kleinen Anhänger, jetzt sehe ich das erstmal. Das klappt also auch mit dem. So, und dich muss ich jetzt mal übernehmen hier. Hier vorne ist der Trigger für die Hühner. So, der fährt auch parken, prima. Wo ist F1-Menü anmachen? Jawohl, er. Oh, der LKW ist spitze. Einfach nur spitze. So. Jetzt muss ich mal gucken. Den Hahn nehme ich natürlich nicht weg. Nö, nö. Aber jetzt steht hier nirgendwo was dabei, wie alt die sind. Der Stall ist voll. Also wir müssen schon was rausnehmen. Ich würde sagen, ich gehe auf die ganz unteren hier mal drauf. Auswählen. 18 Monate. Aha, hier kann man es jetzt sehen. Okay. Wie viel? 50. In den Anhänger. Jawohl, bitteschön. So, da brauche ich jetzt also gar nicht groß probieren nochmal. Ich weiß, dass der Anhänger jetzt voll ist. So, dann bringst du das jetzt auch zur Fleischverarbeitung. Wo haben wir es? Ne, unter Zielpunkte, ne? Denke ich mal.
Wo waren das jetzt? Ach, hier oben. Fleischverarbeitung. Ab. Kannst du alleine. So, ich mache es F1 wieder aus. Also Schafe haben wir drin. Jetzt werden die Hühner transportiert. So, das Feld, was da jetzt fertig war, welche Nummer hat das gerade eben? War das jetzt die 9 oder war das jetzt das? Ach du großer Gott, jetzt muss ich mal gucken, war das die 1? Schauen wir mal. Ja, es war die 1. Da ist nämlich noch kein Kalk drauf. Fehlt nicht allzu viel, aber es ist keiner drauf. Großartig. So, da werden wir hier jetzt noch das Kalken veranstalten. Du bist ja gut angekommen hier. Aber der Anhänger muss ein bisschen weiter hinten rein. Das habe ich zwar ganz hinten den Punkt, aber das macht er halt nicht. Warum auch immer. Vielleicht kollisionsmäßig bedingt. Das ist ja nicht schlimm. So, mein Guter. Du darfst parken fahren. Du hast deins erst mal gemacht. Jetzt muss ich mal schauen, wir haben jetzt 10.20 Uhr. Wie sieht denn das bei den Kühen aus mit Milch? Denn die Käserei, die wollen wir ja auch noch beliefern. Ich bin mal gespannt, ob jetzt Milch hier da ist. Keine Ahnung. Nicht viel. Da warte ich noch ein kleines bisschen. Okay. Gucken wir mal kurz in die Produktion rein, um uns einen Überblick zu verschaffen, was überall los ist. So, also die alte Getreidemühle, die stellen permanent Öl her. Das ist prima. Das ist alles in Blau. Der alte Taubenschlag, der zweite, die haben beide genug Stroh. Biogasanlage hat zu tun. Zuckerrübenschnitzel hat sie nicht. Die werde ich auch deaktivieren, die hat sonst nichts zu tun. Werde ich dort nicht reinpacken, brauche ich für Zucker und für die Raffinerie und so weiter und so fort. Da muss das hier nicht auch noch rein. Da reichen die drei Sachen da, und die sind ausreichend drin, wie man sieht. Und Gärreste sind zum Verteilen da. Die Gewächshäuser sind okay, der Bäcker hat alles, jawohl. Drechslerbetrieb ist alles Balletti, mein Dünger. Herstellung aus Gärreste, jawohl, das läuft. Und aus Gülle läuft, aus Mist. Da ist nicht allzu viel drin, haben wir letztes Mal hingebracht. Hier werde ich mal was dazu kaufen, weil ich momentan jetzt nicht noch mehr Mist habe. Ich habe ja aber genug Geld. Kaufen wir mal was dazu. Sind wir mal nicht so geizig. So. Oh, hier passt aber auch eine ganze Menge rein. Nehmen wir noch was dazu. So, das reicht. Da brauchen wir uns erstmal nicht drum kümmern. Die Fabrik für Haustierzubehör, die verarbeitet ihr Holz, ist auch alles gut. Das Fermentersilo ist voll. Da brauchen wir auch nicht drum kümmern. Ist noch genug Stroh, sogar Gras ist noch drin und Heu wird ja verteilt. Kriegt es auch regelmäßig rein. Okay, Fleischverarbeitung haben wir gerade gemacht. Rindviecher haben wir jetzt momentan keine drinne. Die Holzsteine habe ich darin gehabt, aha. Und Schweinefleisch, die beiden müssen ja sowieso noch. Das lasse ich mal drin. Freiluftgarten, ja, da brauche ich auch nicht groß zu gucken. Das läuft alles, das ist ja der im Dorf vorne. Kalk ist voll. Die anderen Gewächshäuser, es läuft auch alles. Kraftstoffraffinerie ist auch im Gang. Haben wir genügend Diesel, jawohl. Der Holzhacker, der hat also permanent seinen Rohstoff, damit er arbeiten kann. Methan sammelt sich langsam an, wird wohl sehr sparsam nur verbraucht. Und hier haben wir schon wieder ordentlich Schweinefutter, guck an. Nicht schlecht, also das arbeitet auch alles. Die Molkerei hier, die hat auch alles genügend und wird auch alles verarbeitet, beziehungsweise verteilt und verkauft. Gewächshäuser, alles gut. Die Molkerei, also die kleine Käserei, das ist die, die ich jetzt noch nicht aktiviert habe, die müssen Milch bekommen. Das ist die, wo wir das letzte Mal gebaut haben. Ich werde die schon mal aktivieren. Die kriegt Milch. So, Paprika-Gewächshäuser und die anderen Gewächshäuser alles gut. Schreinerei auch alles gut.
Schweinefutterproduktion, da fehlt Raps. Da habe ich momentan keinen mehr. Da habe ich den letzten aus dem Silo reingepackt. Also werde ich den auch dazu kaufen, den Rest. Gibt noch mehr? Ja. So lasse ich das. Mehr mache ich da jetzt nicht rein. Das reicht ja, wenn die arbeiten kann. Und wir haben ja auch ordentlich Schweinefutter hier drinne. So, wie sieht das jetzt hier aus? Die Spinnerei hat genug Wolle und der Stoff, der wird halt verteilt. Den kriegt die Schneiderei. Sägewerk Nummer 1 hat genug Holz. Das Sägewerk Nummer 2 für die Langbretter war das. Nee, das. Doch, das sind, glaube ich, die. Nee, das sind die normalen Bretter. Da sind auch schon wieder so viele drinne. Aber das lasse ich jetzt. Die Schneiderei hat genügend Stoff. Die kann also arbeiten permanent hier. Das klappt. Die Windmühle, die für das Mehl sorgt bei mir am Hof. Hummelchens Mühle arbeitet. Fleißig wie eh und je. Ist auch alles Paletti. So, und die Zuckerfabrik. Wieso hat die immer noch keine Zuckerrübenschnitzel? Da werden doch welche hergestellt. Da muss ich nochmal der Sache auf den Grund gehen. Da stimmt noch was nicht. Die stehen doch hier auf Verteilen. Ja, und sind auch schon ordentlich drinne. Wieso wird das nicht verteilt? Das ist ja komisch. Moment mal. Habe ich hier vielleicht irgendwas nicht aktiviert? Doch, es ist aktiviert. Sonst wäre ja der Punkt nicht rot. Ich würde sagen, da bringen wir mal eine Ladung hin. Fertig. Und das machen wir jetzt gleich. Also, ich brauche einen Traktor. Warum auch immer, das hat die ganze Zeit geklappt. Ja, jetzt auf einmal wird es nicht mehr verteilt. Die beiden haben sich hier verdammt gut reingepackt. Dann kannst du deinen Teil mal hier absetzen und kannst jetzt erstmal parken fahren. Der war angekommen. Ja, ich muss jetzt erstmal den hier haben hier. So, du setzt das Teil auch ab und fährst parken. So, jetzt geht's weiter. Eins nach dem anderen. Ich glaube, ich werde den mal benutzen hier. Oder? Nö. Am letzten Tag auf dieser Karte will ich mit dem Fendt unterwegs sein. Oder mit dem Lambo. Aber ich tendiere eher zum Fendt. Du bist, ja, du hast dich auch gut eingepackt. Deutz. Und das sind die beiden kleinen hier. Ach, da hinten, dort steht ja der Anhänger. In dieser Richtung. Mit dem schwarzen Fendt wollte ich eigentlich, egal, ich kann ja auch den hier nehmen. Das ist ja auch ein toller Fendt. So wie er original ja aussieht, ne? So. Es kann sein, dass jetzt schon was verarbeitet ist. Mal gucken, ob ich jetzt den Rest hier einkippen kann. Und dann will ich schauen, dass ich direkt Zuckerrübenschnitzel da mal weghole. Ich weiß nicht, warum das nicht mehr verteilt wird. Keine Ahnung. Muss man nicht immer verstehen. Aha. Passt noch nicht allzu viel rein. Da bringe ich das jetzt doch ins Silo. So. Dann wird der Anhänger frei, der Traktor frei. Okay, rein damit. So, dann bring den Anhänger mal zum Parken. Ich gucke jetzt mal. Die Drescher brauche ich jetzt erstmal gar nicht. Will bei dem LKW landen, wenn es geht. Da ist er. Okay. Jawohl. In die Produktion. Jawohl, bitteschön. Aha. Auswählen. So, jetzt sind sie alle drinne. Dann gucke ich mal eben rein. Wo haben wir sie?
die Fleischverarbeitung. Lamm, 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 Schwein, 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 Rind, Huhn, ach hier oben. Welche sind jetzt hier drinne? Muss er hier irgendwo auftauchen? Ach, hier ganz oben, Huhn, okay. Gut. Und hier, nennt sich das nur Huhn. Also ich gehe mal hier hin, aktivieren. Jo, das ist auch im Gang, alles klar. So, mein Guter, dann fährst du jetzt zu den Kühen. Kuhstall, Kuhstall, Futter und so weiter. Ja, da kannst du hin, da brauche ich dann nur um die Ecke rum. Da kannst du hindüsen. Ich sehe gerade, dass es schon wieder sehr über die Zeit ist, aber das ist mir jetzt sowas von egal. Im letzten Video ist das wurscht. Ich nehme mir jetzt... Nee, ich muss einen kleinen Traktor nehmen. Ich glaube, das ist besser. Da war er schon. Moment. So. Den kleinen, naja, ganz klein ist er auch nicht, aber den schnappe ich mir jetzt mal. So. Wir liefern jetzt noch Milch an die Käserei. Auch wenn es nicht allzu viel jetzt ist, aber ich will ja wissen, ob es funktioniert. Und ich denke mal, ihr auch, ne? Also holen wir uns jetzt mal das Milchfass. Da steht auch schon wieder Wolle, aber da ist noch Platz. So. Prima. Und jetzt werden wir die Milch holen. Das mache ich jetzt gerade eben selber. Ich wärme das mal im... Gucke ich mal, ob ich so rum auch gut rankomme. So. Das sollte funktionieren. Okay. Jawohl. Viel ist es nicht. Wir haben nur 2300 Liter rund. Und die sollen jetzt zu dieser kleinen Käserei. Ja, ich gehe schon zur Seite. Alles klar. So, hier ist eigentlich die Linie, wo es lang geht. Dann schicke ich den jetzt dort mal hin. Käserei anliefern und ab, und das schauen wir uns an, auf jeden Fall. Alles andere läuft ja, das mit den Kühen läuft ja auch, das haben wir ja schon mehrfach gehabt, dass ich das abgeliefert habe, das Fleisch und auch die Schweine, das ist, hat immer funktioniert. Neu waren jetzt nur die Schafe und die Hühner, das haben wir jetzt gemacht, also wissen wir, dass es funktioniert. So, und jetzt werden wir die zuletzt gebaute kleine Produktion anliefern. Und bei der Gelegenheit können wir uns noch mal ein bisschen umschauen auf dieser schönen Karte. Ja, der Hof hat sich gut entwickelt, echt mal. Auch die Schweinis hier haben einen schönen Platz. Die Pferde haben hinten einen schönen Platz. Die Tiere haben alle eine gute Ecke abgekriegt und ich denke mal, es geht ihnen auch richtig gut hier. Die haben keinen Stress, ringsrum grün, Natur pur. So muss das sein. Tiere müssen sich wohlfühlen. So, die Äcker hier, die müssen dann noch gekalkt werden. Das sind die letzten, die ich noch zurecht gemacht hatte. Jetzt wird er gleich abbiegen, denke ich mal. Er wird ja schon langsam.
Dann fahren wir nochmal durch das kleine Industriegebiet hier, wo alles mit Holz zu tun hat. Schön die Kurve ausfahren, damit er hier den Zaun nicht rammt. Jawohl, das klappt gut. So, jetzt fahren wir hier nochmal durch, durch dieses kleine Holzindustriegebiet. Ja. Und durch die Bäume durch, da hinten ist die Käserei schon zu sehen. Also werden wir sie gleich erreichen. Da drüben ist das kleine Naherholungszentrum am See mit dem Café und der kleinen Kirche. Also es hat sich hier ganz schön was entwickelt. Es ist eine schöne Gegend geworden, in der würde ich auch gerne wohnen, muss ich mal ehrlich sagen. Gefällt mir richtig gut. Hier hat man irgendwie doch Möglichkeiten, ein recht angenehmes Leben zu führen, würde ich mal sagen. So, jetzt habe ich den natürlich nicht aufgetragen, das abzuliefern. Ich muss mal gucken, geht das jetzt hier so? Nee, da muss ich mal gucken, wo die Anzeige jetzt erscheint, dass ich das abliefern kann. Jetzt mal zurück. Ein Stück weiter ran, vermutlich. Oder war das hier vorne schon? Ich habe ja die Käserei auf der Niemandsland auch gebaut. Die funktioniert, das weiß ich. Aber jetzt hier noch nicht im Moment. Das will ich jetzt aber noch wissen. Wenn ich einfach I drücke, nee, das klappt nicht. Ich kriege den Trigger nicht gepackt. Wo ist der? Irgendwas musste ja jetzt noch sein, ne? Ach, das ist ja sowas von klein. Da muss ich ja noch näher irgendwie ran, wie es aussieht. Der ist wirklich klein, der Trigger. Na, da probieren wir das nochmal. Also, ran hier. Ich muss gucken, dass ich das fast da so... Jetzt haben wir. Na also, wer sagt's denn? Aufgeben ist keine Option, ne? Das wissen wir. So, rein die Milch. Dann gucken wir jetzt mal in die Produktion rein. Die Käserei, wo haben wir sie jetzt? Kleines Gewächshaus, Gewächshaus. Kraftstoffraffinerie, das ist die Molkerei. Da, hier nennt sie sich auch Molkerei, aber es ist eine Käserei. So, die haben jetzt Milch drin, 10.000 Liter passen nur rein, also es ist angenehm, wie das funktioniert hier. Ja, ich könnte jetzt zukaufen, muss ich aber nicht, will ich nicht. Aktiviert ist es. Und ich weiß, dass die langsam arbeitet, da kann ich mich dran erinnern. Da müsste dann hier dann bald mal was erscheinen. Eine 1 oder so. Ich werde mal ein kleines bisschen vorwärts spulen. Da muss ich erst mal gucken. Moment. Gehen wir mal raus hier. So, wir sind... Ich gehe mal ein Stück vorwärts. Bis auf 11 Uhr oder so. Da müsste ja dann was zu sehen sein. Ja. Ja, seht das. Es funktioniert. Prima. Und das steht dann, also muss ich noch umstellen, auf Direktverkauf. So. Also hier auf der Map werden... kann man sich dumm und dämlich verdienen mittlerweile. So, jetzt werde ich den hier, wo ist denn der Punkt, das will ich mir noch eben kurz anschauen. Ja, ich muss es näher ranziehen, alles klar. So, aber ich schicke den jetzt weg hier, denn das, sonst wird das Video doch zu lang. Oh, hier ist ein Zaun, Maritze. Den habe ich jetzt überhaupt nicht richtig gesehen. Hätte einen weißen Zaun bauen sollen, nicht einen dunkelbraunen. So, dann fahr mal parken, mein Guter. Du kannst zurück zum Hof. Und das solltest du gut hinkriegen hier. Du bist gelenkig.
Jawohl. Okay, das klappt. Jetzt fährt er den Weg einfach zurück. Wahrscheinlich wieder links durchs Industriegebiet oder aber vorne durchs Dorf. Das weiß ich jetzt nicht. Er hat beide Möglichkeiten. Er fährt durchs Industriegebiet. Alles klar, er nimmt jetzt hier diese Kurve und wird sich hier da jetzt einpendeln. Jawohl. Kriegst du die Kurve? Jawohl, kriegst du. Na denn. Okay. Dann schalte ich jetzt noch mal kurz durch. Ich mache mal erstmal den Editor aus. Ich möchte, ja, hier wollte ich ankommen. Na, komm schon. So. Noch mal ganz kurz einen kleinen Umblick hier. Starten hatte ich mir vorgenommen. Hochscrollen dabei. So, also, das ist jetzt der Hof, von dem wir uns jetzt verabschieden. Mit all seinen Kleinigkeiten, mit allem drum und dran, was wir gebaut und gebastelt haben hier. Die riesige Wiese da hinten. Hier sind die Tiere, was Schafe und Kühe betrifft. Und die Fahrzeuge, die für die Tierversorgung nötig sind, sind auch hier. Da steht auch der LKW, um nochmal Kühe abzuholen. So, hier rum geht dann die Tour, wenn die von hier wegfahren. Und dann muss man hier hochfahren, praktisch über den zweiten Trigger. Hier sind die Parkmöglichkeiten. Oder aber, wenn man vom Hof wegfahren möchte, muss man hier lang fahren. Man kann jetzt hier links vorfahren, man kann aber auch so lang fahren. So. Dann habe ich ja hier die ganzen Gewächshäuser gebaut. Ich werde mal bei den Schweinis vorbeifahren. Hier ist die Werkstatt mit Tankmöglichkeit, wird fleißig genutzt. Hier rechts die Schweinchen. Links die Gewächshäuser. Das ist auch eine schöne Anlage. Geht bis da vorne hin. Ja, also schon klasse. Da drüben sind die Pferde untergebracht. Und hier ist mein Wohnhaus. So, die Schweine hier rechts, die haben einen unwahrscheinlich großen Auslauf. Gefällt mir sehr, sehr gut. So, ich werde mal mein Auto hier hinstellen jetzt. Ich bin zu Hause, meine lieben Zuschauer. Das ist mein Wohnhaus, direkt am See natürlich. Ganz klarer Fall. Hier kann man sich also wohlfühlen nach der Arbeit, ein bisschen relaxen und es sich gut gehen lassen. Ich habe sogar einen kleinen privaten Badestrand da drüben. Ja. Okay, meine lieben Zuschauer, das wär's. Der LS22 ist Geschichte und die Map ist zu Ende. Ich bedanke mich bei euch allen ganz, ganz herzlich für eure Treue über den ganzen gesamten Zeitraum. Wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag. Passt bitte gut auf euch auf, bleibt schön gesund. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gern einen Daumen da. Ich freue mich auch auf eure Kommentare unter dem Video und über jedes Abonnement von euch. In dem Sinn sage ich jetzt Tschüssi für heute, macht's gut, passt bitte gut auf euch auf, bleibt schön gesund. Ich sag mal auf Wiedersehen im LS 25. Eure Marietzl.